Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Green Hell. Im letzten Part habe ich ja kläglich versagt. Eigentlich gerade so versagt. Ich bin, glaube ich, an Hungertod gestorben. An Krankheit, irgendwas, Verletzung. Irgend so. Wir hatten nämlich da hinten irgendwo schon mal ein zweites Lager angefangen zu bauen und ja. Ich bin leider kläglich verreckt, was nicht so schön ist, was mich auch ziemlich ärgert. Schade, schade, wirklich wahr. Ich möchte es gern nochmal probieren, ehrlich gesagt. Und bin gerade am Überlegen. Ich meine, das trocknet jetzt noch alles. Bin am Überlegen, bevor wir loslegen. Dass wir uns vielleicht noch ein paar Sachen mitnehmen an Proviant. Ist, glaube ich, zu leise jetzt gerade, ne? Warte mal kurz. Ich hoffe, das ist jetzt besser. Einfach so, ja, wie soll ich sagen, einfach so ein paar Sachen mitnehmen, damit wir dort hinten besser überleben. Jetzt wissen wir auch, oh. Ja, ist egal, die brauche ich eh. Jetzt wissen wir eigentlich eh Bescheid, dass dort hinten auch drei Knochenkrieger auf uns warten. Jo. Ich würde sagen, zwei Kokosschalen nehmen wir mal mit. Wie schaut es fleischtechnisch aus? Wir haben Bekari-Fleisch, wir haben Langusten mit. Stöcke, Seile haben wir mit. Trockenes Blatt haben wir mit. Verbände möchte ich gern vielleicht noch ein paar bauen. Und wenn es geht, vielleicht noch ein paar Pfeile, bevor wir aufbrechen. Das wäre vielleicht ganz klug. Und natürlich habe ich wieder einen Frosch im Hals. Oh. Das war's falsch, ich wollte den da haben, den kleinen. So. Genau. Da bauen wir noch ein paar, weil Pfeile werde ich brauchen. So. Natürlich sauberst verklickt. Und ich hoffe, wenn wir besser vorbereitet sind, dass wir dann eine höhere Überlebenschance haben. Sollte zumindest so die Regel sein, ne? Die Pfeile hätte ich gerne jetzt auch schon bauen, bevor ich aufnehme. Ich merke gerade, ich habe einen furchtbaren Frosch im Hals. Ein Momentchen, ich trinke kurz was, während ich hier weiter baue. Natürlich fällt mir gerade auf, dass ich zu wenig Federn habe. Das passt ja perfekt. Ah, der Vorführeffekt, ne? So. Passt. Jo, lange Rede, gar keinen Sinn. Was ich auch mal probieren wollte, ob das klappen könnte, ein Blatt zu trocknen. Das wollte ich auch schon mal machen. Ob sowas klappen könnte? Also verbrennen tut's mal nicht. Selbst hergestellte trockene Blätter wären halt echt cool. So, okay, können wir noch kleine, hoppala, kleine Stöcke aufsammeln? Ja, das geht. Wie gesagt, bevor wir jetzt rübergehen nochmal zu dem Platz, der mir so gut gefällt, und uns dort ein zweites Lager bauen, werden wir hier, ja, das mit dem Ballenblatt ist natürlich Quatsch, ne? Zack, so. Werden wir, oder möchte ich, na, würdest du? Danke. Möchte ich gerne noch was jagen. Vielleicht haben wir auch Glück mit Fischen. So, das Feuer steht wieder. Also funktioniert dann länger. Auch getrocknetes Fleisch. Ich hoffe, das wird bis dorthin fertig, möchte ich mitnehmen. Ja.
Das wäre zumindest mal mein Plan. Aber wie gesagt, zum Saufen haben wir hier eh mehr als genug. Und da dachte ich mir, das nehmen wir auch mit, dass ich ein paar Schalen, also ein paar Kokosschalen mitnehme, dass wir gleich dort Wasserproduktion starten können. Sollte vielleicht essen statt sammeln, oder? Der hält überhaupt nicht lange, ne? Warte mal. Einen Tag. Ah, den fresse ich gleich weg. So, ist besser. Mahlzeit. So. Gibt ja auch Protein für uns, das passt schon. So. Jetzt wäre halt noch cool, tatsächlich irgendwie noch Fleisch zu finden oder so, dass man klar trocknen könnte. So, sammeln noch schnell. Okay, das hat nicht mehr Platz. Wie schaut's mit unserer Falle aus? Die ist hier. Eine Spinne. Die können wir eigentlich gleich wieder hier reinlegen. Oh, hoppala. Wo ist denn hin? Spinne! So. In der Hoffnung, dass vielleicht eine Kröte kommt. Und die verknuspert. Bananen. Wie lange hält eine Banane? Fast 2 Tage. Ich glaube, die nehmen wir so mit. Und sobald es hell ist, werden wir marschieren. Die Frucht ist weg. Ja, passt. Haben wir hier was gefangen? Nein. Natürlich nicht. Ja, es wird langsam hell. Eine Kokosnuss, eine ganze, wollte ich nicht mitnehmen, weil wir müssen die ja mit beiden Händen tragen. Und das ist ein bisschen ungut. Mal noch ein Stöckchen. Ja. Lianen, glaube ich, haben wir genug. Ja. Ich wollte es nur testen. So. Wie gesagt, Fleisch wäre noch cool. Wenn es was gäbe. Oh, ich glaube, mit ein bisschen Glück. Jawohl. Wenn wir sehr viel Glück haben, geht's ein. Dann können wir noch schnell. Dann haben wir noch schnell ein bisschen Fleisch. Das können wir noch schnell beim Lagerfeuer braten. Das ist nur die Frage, wo das Tierchen verstorben ist. Hallo? Ist immer noch recht leise, ne? Noch ein bisschen lauter machen. Jetzt dachte ich schon, da wäre eine Maus oder so. Da bist du nur ein Stock. Scheiße, das Viech ist weg. Hallo? Das wäre eine ekelhafte Spinne. Ich sehe sie hier. Warte mal. Machst du sie kaputt? Bitte? Sie ist ja schon müde. Okay, schlafen gehen muss ich auch noch. Ja, geht ja. Danke. So. Jetzt da finde ich das Viechlein nicht an. Ist ja lächerlich. Ich gehe mal pennen. La. Scheiße, ungut. So. Kein Ureinwohner, passt. Legen wir uns mal auf unser selbstgebautes Bettchen. So. Gute Nacht. So, Seg und Schnarch. Dann ist eh 7 Uhr morgens, das passt wunderbar. Dann werden wir schnell die Spinne braten. Würde ich sagen.
Genau, einen Verband wollte ich mir noch bauen. Warte. Man kann ja nie genug von dem Graffel haben. So, und wo ist die Asche? Da. So. Passt. Da haben wir zwei. Einen normalen Verband. Vielleicht finden wir unterwegs noch eine Blume diesbezüglich. Wie schaut es mit Fleisch aus? Dauert immer noch. Mal schnaufen zwischendurch. So, unser Lagerfeuer ist auch schon ziemlich im Arsch. So. Das war knapp. So. 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 Halt. So. So. Verbrauchen wir das ganze Holz. Gott sei Dank. Ja, auf dem Weg zu unserer neuen oder zu unserem zweiten Wohnsitz werden wir wohl hoffentlich Äste finden. So, ich glaube, das reicht schon mal. Jetzt müssen wir, glaube ich, die Spinne braten. Ja, das klappt schon mal. Gut. Ah, scheiße. Das Viech wollte ich eigentlich erlegen. Können wir eigentlich auch Bananen braten? Ich glaube, das geht nicht, oder? Nö. Egal. Ach, da ist es wieder. Ich habe natürlich meinen Bogen nicht ausgerüstet. Ist eh logisch. Wo bist du denn, Viechlein? Da hört man es nur herumzwitschern. Oh, hallo. Ja. Oh, Tabak. Ich glaube, die müssen wir mitnehmen. Warte mal kurz. Die Knochenaxt. Ja. So, schön draufhauen. So ist gut. Haben wir keinen Platz, jetzt hör auf. Habe ich jetzt Platz? Ja, jetzt geht's. Da drüben ist unser Opfer. Oh, es läuft. Ich muss schnell hinterher. So schnell bin ich hier gar nicht. Weg. Mist. Aus mir wird kein guter Jäger. Ich verplempere auch schon wieder haufenweise Zeit. Ich wollte ja weitergehen. Warte. Was für Kraut warst du jetzt? Tabak, oder? Unbekanntes Kraut. Ich esse es mal. Ah, Lebensmittelvergiftung. Dann nehmen wir gleich die Kohle. Gleich aufs Pflanzl gespielt. So gehört sich das. So, gleich die Kohle essen. Mahlzeit. So. Jetzt müssen wir wieder gesund sein. Ich muss ja versuchen herauszufinden, was die Pflanze kann, ne? Ein Egel haben wir uns auch eingefangen, Gott sei Dank. Keinen Platz. Jetzt? Hallo? Unbekannte Kräuter. Ich bin mutig. Ich fresse jetzt einfach mal alles für unser Buch, nämlich auch. So, einmal schnell saufen. Da haben wir Früchte, das ist sehr gut. Und das Kreidel, da nehmen wir auch nochmal mit. So. Na? Hallo? Hat er automatisch? Ja, okay. Dann wollte ich noch den Krebs da vorne fangen und den noch braten. In der Hoffnung, dass wir dann genug zum Futtern haben.
Da drüben ist einer. Mann! Das habe ich wieder versemmelt. Kann ich mir nur selber gratulieren. Dass wir wenigstens eine Krabbe haben zum Essen, ne? Wenn sonst schon nichts ist. Vorsichtig. Und dann müssen wir uns um den Egel kümmern. Ah, jetzt hat sie uns gesehen. Scheiße, ist gar nicht so einfach, ne? Es ist nicht so einfach. Jawohl! Läuft! Sehr gut. Und die braten wir auch gleich. Wo ist sie denn? Da. Klappt nicht. Ist die Spinne eigentlich kaputt geworden? Na. Eigentlich nicht. Verbrannt. Doch, sie sind. Scheiße. Die ist kaputt. Dann würde ich sagen, zerstören wir sie. Dann hat die Laguste noch Platz, wenn die fertig ist. Und dann passt es schon. Wie schaut unsere Gesundheit aus? Ja, du Heilige. Wir müssten mal Fleisch essen. Du kannst Fleisch getrocknet. Gut, ich würde sagen, dann essen wir mal. So. Okay. Und ich glaube, eine Kohle nehme ich mir noch mit. Wie schaut es mit Trinken aus? Ja, fast voll. Das passt. So. Gut. Wird hier noch was trocken? Schaut nett aus. Okay, dann noch auf die Laguste warten und dann hauen wir ab. Inzwischen kann ich noch ein paar Stöckchen sammeln. Stimmt, da habt ihr recht. Zack, zack, zack. Ja, ja, ist schon gut. Gekocht, passt, nehmen wir mit. Gut. Dann würde ich sagen, wir probieren es nochmal. So. Das müsste passen. Ah, Pfeile. Habe ich jetzt ein paar verbraten eigentlich. 8 Federn. 8 Hammer? Echt? Na, nur eine. Warum steht denn hier 8? Für wahrscheinlich, weil 8 noch Platz hätten hier oder so. Das könnte sein. Na gut. Mit ein bisschen Glück finden wir noch einen toten Vogel. Den wir ausnehmen können. So. Den nehmen wir auch mit. Ich hoffe, der hat Platz. Auf das habe ich gar nicht gedacht. Ach ja, den Egel wollte ich auch wegmachen. Gekommen. So, geht ja. Genau, den Egel will ich wegmachen. Oder die Egel. Wo auch immer diese Kackviecher sind. Rüstung wollte... Ah, da ist einer. Da ist auch einer. Hier auch welche vielleicht? Nein. Was wollte ich sagen? Rüstung, genau. Rüstung wäre auch so ein Thema. Ja. Können wir leider so nicht bauen. Wie ging es denn nochmal schnell dorthin? Ich glaube hier durch. Die Viecher lassen wir mal stehen. La 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 la. Servus. Auch auf Schlangen muss ich wieder aufpassen, dass ich da nicht verrecke. Also bin ich gezwungen. Oh, das nehmen wir mit. Etwas leise zu sein. Um frühzeitig Geraschel zu hören. So, ich glaube darüber. Ja. Schlangen machen mich nervös. Weil ich weiß, glaube ich, hier war irgendwo eine.
Ameisen. Ich nehme mal ein paar mit. So zwei. Ich habe keine Ahnung, wofür man Ameisen brauchen kann. Ui. Fuck. Ja, da bin ich zu nah rangegangen. Das war natürlich nicht sehr klug. Weil ich jetzt hier Ausschlag habe, glaube ich, ne? Was half schnell gegen Ausschlag? Ein Verband war es nicht, glaube ich. Oder doch? Ich glaube, das geht von selber weg, ne? Wer? Naja. Also, langsam. Es lädt gerade. Schön langsam. Ich will nicht von einer Schlange hier gebissen werden. Ui, Bananen. Frische Bananen. Wir haben keinen Platz mehr. Dann essen wir mal die alten weg, bevor die verderben. Wie lange hat das Fleisch noch? Ui, das hat gar nicht mehr lange. Das wird uns verrecken. 12 Stunden hat die Frucht nur noch. Die essen wir. Hoppala. Auch am besten gleich weg. So, und sammeln hier neue Bananen. Ich glaube, das ist schlau. Dann essen wir die halt. Mahlzeit. So. Passt. Ich dachte, der wäre ein Stock. Ja? Was? Mäuschen? War das gerade eine Maus? Die würde ich gern mitnehmen. Nicht zum Essen, sondern ihr wisst ja. Ja, es ist ein Mausi. Ihr wisst sicher, wie Farbmäuse zu Hause. Und solche Mäuse, die hätte ich einfach gern, dass sie mit uns mitwohnen. Ja, hallo. Ja, hallo. Ja, du. Genau, und da drüben ist der Platz, wo ich gerne wohnen möchte. Aber, da fällt mir gerade ein, das sind höchstwahrscheinlich wieder diese Knochenkrieger. Das heißt, ich kann gleich mal den Bogen rüsten, ausrüsten. Den werden wir brauchen. Die waren, glaube ich, da drüben. Die hatten da drüben Obsidian. Und ja. Die müssen wir leider besiegen. Wenn es noch gut läuft, können wir nochmal über den Baumstumpf drüber laufen. Dann dürfte uns normalerweise nichts passieren. Und wie gesagt, da drüben möchte ich gern das Lager machen, auf dieser kleinen Anhöhe. Jetzt muss ich nur schauen, dass der Überraschungsmoment auf meiner Seite ist. Müde sind wir auch, das ist schlecht. Ich hätte noch mal schlafen sollen. So wie es ausschaut, sind sie gar nicht da. Okay. Auch gut. Zur Not, wir wissen ja, wohin wir laufen müssen. So. Jetzt möchte ich erstmal hier unser Lager bauen. Hier finde ich schön. Okay, das bedeutet. Wir brauchen unser Tagebuch, genau. Kleiner Unterstand. Wir könnten mit sowas mal anfangen, theoretisch. Ausschlag, genau. Das wollte ich auch noch nachschauen. Ausschlag, selber Verband, Pflanze, Eigenschaft, Dings. Ja, aber der lässt sich nicht verbinden. Ah, ist schon weg. Oh, wir sind sehr müde. Müde, hungrig, alle Zustände haben wir. Wie immer halt. So, baumtechnisch. Hütte.
Ja, ich lege mich mal hin kurz. Bis gleich. Es ist halt leider nicht so viel. Aber ich glaube, wir können so auch schlafen, ne? Wir legen uns mal besser hin. Es ist halt Mitternacht. Lege ich mich nochmal hin, dann müsste auch passen. Liegen wir halt ein bisschen im Dreck, ist ja wurscht. So, und gleich nochmal, dann ist wieder morgen. So, gegen 7 Uhr wäre, glaube ich, cool. So. Keine Knochenkrieger? Ich glaube nicht. Gut, jetzt können wir bauen. Jetzt sind wir richtig gut erholt. Okay, ich habe wahrscheinlich Egel irgendwo. Oh mein Gott. Ich brauche eine Nadel. Das warst du, glaube ich. Na, das ist der Haken. Das ist. Warte, habe ich überhaupt eine Knochennadel? Oh Gott. Ah, hier. Ich trottel. Und ein Verband. Ja, genau. So passt schon. So, gleich aufsammeln. So. Den Pfeil sammeln wir auf, ist eh klar. Und jetzt nochmal von vorne. Also ich möchte bauen, bitte. Ich hätte schon gern, ehrlich gesagt, sowas. Einen schönen Rahmen. Ehrlich gesagt. Ich würde sagen, mal so hier hin. Das wäre gar nicht mal so. Oder mehr hier. Mehr hier so, damit wir uns hier hinsetzen können. Ein Baumstumpf wäre auch cool gewesen zum Sitzen, weißt du? Aber den haben wir hier, glaube ich, nicht. Ja, ich glaube, ich könnte mal hier so anfangen. Glaube ich. So. Muss ja nicht so schön sein. Da brauchen wir jetzt ein Bäumchen. Falsche Waffe. So. So. Ich hätte auch vielleicht ein paar Knochen mitnehmen sollen, ich gescheite Frau. Bitte überhaupt hin? Ah, die ist jetzt hin. Super. Ich habe keine Knochen, das ist noch besser. Und ich habe schon wieder irgendwo was eingefangen. Wahrscheinlich beim Fuß irgendwo. Da, ein ekelhafter Egel. So, super, ich bin ganz schlau. Steine habe ich jetzt auch keinen mit, gell? Das war was geringer. Oder doch? War das jetzt ein Stein? Ich glaube, es war ein Stein, oder? Stein? Obsidian. Ah ja, warte mal. Kann man daraus vielleicht mit ein bisschen Glück. Warte mal. Vielleicht auch eine Axt bauen. Ja, tatsächlich. Obsidian-Axt. Habe ich ein Glück. Die wird sicher besser halten. So, der Baum geht, glaube ich, nicht zum Fällen, ne? Halt Stöckchen. Nehmen wir den Stock. Da muss ich mir einen anderen Baum suchen. Ja, warum eigentlich nicht? Können wir gleich den da weghauen, oder? Ich habe immer das Gefühl, oder die Sorge, dass gleich diese Ureinwohner kommen, ne? Diese Knochenkrieger da. Das. So ein Stöckchen. Also, es geht noch nicht, ne? Brauchen wir den Holzscheit dafür. Das müsste man von so einem Baum, glaube ich, kriegen. Oder muss der noch ein bisschen dicker sein, glaube ich, irgendwie so. So, den machen wir auch gleich platt. So, immer feste drauf. Okay, die Obsidian-Axt hält aber auch nicht so wirklich viel aus, ne? Da. Der schlägt den Baum ein bisschen komisch. Ja. Baum fällt. Der ist, glaube ich, so ein Holzscheitbaum. Ich hoffe, den kann ich verhauen. Ja, das geht schon dumm. So,
Nein, die Richtung, wenn es geht. Ist wurscht. So, nehmen wir mal das Holzscheitel mit. So, und da. Oh, ruck. La 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 la. So, einmal. Und zweimal. So. Hier haben wir wieder nur lange Stöckchen, ne? Da war kein Holzscheit dabei, nehme ich mal stark an. Nobody know. Du bist zu dünn. Der könnte ein Holzscheitbaum sein. So, gut hinstellen. So. Oh, immer feste drauf. Geht schon. Ein bisschen darüber, wenn es geht. Genau. So, Holzscheit und Holzscheit. Passt. Da, da, da. Ich stecke schon wieder fest. So. Zack. Und zack. Und jetzt haben wir die langen. Ja, die langen Stöckchen. So. Zwei, drei, vier, gehen mehr, fünf. Ja. So, zack, 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 zack. Zack, zack, zack. Passt. Und natürlich Lianen. So. So. Also Seile. Passt, das hätten wir schon mal. Dann brauchen wir ein Dach über den Kopf. War das noch hier dabei? Ja. Palmen oder Bananenblatt? Ich würde sagen Palmen. Weil gleich daneben ist so ein Baum, so ein Strauch. Ah, jetzt hat es kurz hingehauen. Na, mach. Oh, der Part ist auch zu Ende. Jetzt, passt. Okay, ihr Lieben, ich verhau den da noch schnell. Dann würde ich sagen, das war's dann wieder für heute. Ich bedanke mich von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wer das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. So, genau. Tschüssi.